In diesem Video werden wir uns mit der Durchschnittsregel beschäftigen, um dann dahin zu kommen, dass wir erfahren, wann sind Muster eigentlich jonglierbar. Und die Durchschnittsregel ist eine erstaunliche Sache in der Sprache der Jonglage. Wir haben hier ein Muster, das ist jonglierbar, weil das ist ja nichts anderes als I3. Wenn wir immer die 3 jonglieren und 3 war ja unsere Grundform, die Kaskade. Wenn wir jetzt den Durchschnitt ausrechnen von diesem Muster, dann erhalten wir die Anzahl der Objekte. So, und das gilt für jedes Jongliermuster. Das heißt, wir können einfach den Durchschnitt nehmen und wissen, wie viele Bälle wir eigentlich brauchen für dieses Muster. Wir hatten ja das Beispiel 663. Und wenn wir jetzt den Durchschnitt ausrechnen, haben wir 6 plus 6 plus 3. Das ist die Quersumme, ne? Und wir teilen noch durch die Anzahl der Summanden. Also wie viele Zahlen addieren wir eigentlich? 3 Stück. Naja, 12, 15 oben und durch 3. Dann haben wir 5 Objekte, die wir brauchen. Okay, hier sehen wir, der Durchschnitt ist 5. Also brauchen wir 5 Objekte, um das zu jonglieren. So funktioniert diese Regel. Ein anderes Beispiel. Wir nehmen 5, 5, 5, 1 und berechnen den Durchschnitt. Und wir addieren wieder die oberen Zahlen. Wir addieren wieder oben im Zähler. Im Nenner müssen wir schauen, wie viele Zahlen haben wir da eigentlich? In A4 Stück. Was kommt da raus? 15, 16 durch 4 sind 4. Das heißt, wir haben 4 Objekte, die wir benötigen, um dieses Muster zu jonglieren. Jetzt gibt es eine Besonderheit. Was ist denn, wenn wir mal ein Muster nehmen, was nicht funktioniert? Also wir probieren jetzt einfach mal irgendeins aus. 5, 3, 2 zum Beispiel. Dann versuche ich die Quersumme zu berechnen. Und hier sieht man schon, 5 und 3 sind 8, plus 2 sind 9. Plus 2 sind 10, ups. Dann habe ich 10 Drittel. Und naja, das sind 3 und dann habe ich immer noch ein Drittel übrig. Naja, das macht mir ein Problem, weil ich kann dieses Drittel hier nicht jonglieren. Das ist kein Objekt dadurch, es ist ein Drittel von einem Objekt. Und das funktioniert nicht, das wollen wir nicht haben. Und jetzt sagt unsere Durchschnittsregel Edgy-Badge, du bist kein Jongliermuster. 5, 3, 2, du machst uns ein Problem. Du bist kein Jongliermuster. Warum nicht? Naja, weil die Anzahl der Objekte, die wir benötigen, keine natürliche Zahl ist. Das heißt, es ist nicht 1, 2, 3, 4 oder ähnliches. Das macht uns ein Problem, das wollen wir nicht haben. Gut, was brauchen wir denn überhaupt? Wann lassen sich Muster jonglieren, ist die nächste Frage. Also wir haben jetzt dieses 5, 3, 2, haben wir schon getestet. Ah, das macht Probleme, ne? Das versagt, weil der Durchschnitt nicht funktioniert. Okay, was können wir alternativ machen, um das rauszufinden? Wir können Jonglier-Diagramm zeichnen. Und das macht man mit jedem Muster. Selbst wenn der Durchschnitt funktioniert, muss man trotzdem noch gucken, ob das Jongliardiagramm dann auch funktioniert. Und das ist quasi die härtere Überprüfung. Hier haben wir zwei Punkte, die ich einmal kurz ansprechen möchte. Auf jedem Beat wird jongliert. Und da gibt es die Besonderheit, dass 0, 0 als Wurf geht übrigens auch. Genau. Das heißt, ich möchte auf jedem Beat einen. Ich möchte, dass auf jedem Beat jongliert wird. Und ich möchte, dass maximal ein Objekt pro Beat aufkommt. Oder ja, dass ich nicht irgendwie zwei Objekte auf einem Beat hochwerfen muss oder auf einem Beat fangen muss. Das möchte ich nicht. Und wenn wir uns 5, 3, 2 angucken, die 5 geht, die hier geht 1, 2, 3, 4, 5, geht nach hier. Die 3 geht 1, 2, 3 hier hin. Und jetzt kommt mein Problem. Die 2 geht auch dahin. Und jetzt habe ich hier die beiden Würfe, die ankommen. Und da findet sozusagen eine Kollision statt. Da treffen sich zwei Bälle und die müssen gleichzeitig gefangen werden. Und das möchte ich nicht. Und genau das sagt diese Aussage da unten. Die sagt maximal ein Objekt pro Beat. Okay, also wissen wir jetzt,
Wenn ich 5-3-2 jonglieren möchte, geht es nicht, weil ich habe so eine Kollision und das möchte ich nicht. Gut, gucken wir uns mal ein anderes Muster an. 5-3-2, tschüss. Wie ist das mit dem nächsten Muster? 3-5-4-3. Na, ich sehe es auch schon wieder, ne? Hier habe ich wieder sowas drin. Und daran erkenne ich, okay, ich zeichne es einfach mal ein, dann wird es vielleicht deutlich. 1, 2, 3, 4, 5. Die 4 landet da auch. Und die 3 landet da auch. Oh. Und ich muss die Muster immer mehrmals hinschreiben, damit ich das analysieren kann. So, 1, 2, 3. Und ihr seht, hier tummeln sich ganz schön viele Sachen auf einmal. Hier kommen drei Würfe an. Der hier kommt an, die drei, dann kommt hier die vier an und hier die fünf. Und alle landen auf diesem Beat. Aber von diesem Beat kommt ja auch nur ein Wurf wieder. Das heißt, da verschwinden irgendwie zwei Objekte. Das kann irgendwie auch alles nicht sein. Wir wollen das immer so haben, dass es genau oder maximal ein Objekt ist pro Beat. Schauen wir uns mal ein Muster an, was funktioniert, dann wird das wieder deutlich. Wenn wir 4, 2, 3 als gültiges Jongliermuster haben. 1, 2, 3, 4. Die 4 geht auf die 2. Die 2 geht auf die 4. Und die 4 geht wieder 1, 2, 3 zu 2. Die 2 geht zu 4, die 4 zu 2, die 2 zu 4 und dann bleibt noch die 3 bei der 3. Genau, und von hier bekommen wir natürlich irgendwie unsere Bälle. Dann geht es hier irgendwie weiter. Man muss quasi so eine Momentaufnahme von einem Jongliermuster immer machen. Das heißt, man geht davon aus, man hat vorher schon jongliert. Man kriegt jetzt, wenn man die ersten Male das Muster hinschreibt, automatisch die Objekte. Die werden einem einfach geliefert. Und dann guckt man, ob es in sich stimmig ist. Ihr seht, hier habe ich es einmal hingeschrieben, nochmal, nochmal. Ich schreibe es wirklich ein paar Mal hintereinander hin, damit ich das überprüfen kann. Jetzt kann man ganz deutlich sehen, hey, hier kommt ein Pfeil an und einer geht weg. Einer kommt an. Einer geht weg, einer kommt an, einer geht weg. Das kann ich halt bei jedem überprüfen und merke so, okay, hier finden keine Kollisionen statt und also erstmal das hier, das funktioniert. Auf jeden Beat wird jongliert. Naja, ja, stimmt. Ja, ich werfe immer auf jedem Beat, mache ich wieder einen Wurf. Das funktioniert auch. So, damit kann ich quasi überprüfen, hey, habe ich ein Jongliermuster oder habe ich keins? Das erste, was ich mache, ist, ich gucke mir den Durchschnitt an. Wenn der Durchschnitt schon nicht funktioniert, dann kann ich es auf jeden Fall nicht jonglieren. Und dann muss ich mir das Jonglierdiagramm angucken. Wenn ich das aufschreiben kann, mehrmals hintereinander, ohne dass es Kollisionen gibt, also ohne dass hier die letzte Regel verletzt wird, dann handelt es sich um ein Jongliermuster und wir können das Ganze in der Realität ausprobieren.